Ich hab Hammers. Hier ist Hans Haus. Hallo. Haus, Hammer. Was? Zu Haus sind wir. Also. Das leicht gesagt. Es ist hier allein, bei mir aus, allein. Ja, Sie sitzen ganz allein. Aber steigen Sie aus, da. In welches Zimmer kehren Sie eigentlich? Ja. Gut aus. Ja. Keine Angst, Gnädige. Ich habe den Herrn Gemahl nach Hause gebracht. Um Gottes Willen, wer sind Sie? Mein Name ist Greindl. Ich bin der letzte Einspänner von Wien. Ich habe den Herrn Gemahl auf der Straße gefunden. Mein Mann, was ist denn passiert? Nichts Schlimmes. Ein Schwipserl hat er heute. Das heißt, man kann ruhig sagen, er ist besoffen. Und wie besoffen. Mein Mann? Ja, der Herr Professor, persönlich. Jetzt liegt er da und schnarcht. Ich bekomme 56 Schillinge und 60 Groschen. Das verstehe ich nicht. Ja, das hätte man noch gehört, dass man die Fuhr nicht bezahlt wird. Aber schauen Sie, Frau, Sie haben ja keine Ahnung, wo wir überall umeinander gefahren sind. Der Herr Gemahl hat ja seine Wohnung vergessen. Das Geld holen Sie sich morgen früh im Büro meines Mannes. Adresse? Ahrhofstraße 8. Ahrhofstraße 8. Bitte schön. Eine recht gute Nacht. Ein Skandal! So weit ist es mit dir gekommen. Ein ernster, wissenschaftlich gebildeter Mensch betrinkt sich so, dass ihn ein Einspänner auf der Straße zusammenklauben muss. Deshalb war es so
so notwendig, dass du den Mantel aus dem Lokal noch heute holen musstest, damit du dein Girl wiedersehen und dich betrinken konntest. Es ist ein Skandal sondergleichen. Ruhe! Was? Du wagst es mir, Ruhe zu sagen? Das ist doch der Gipfel der Unverschämtheit. Sitz ich allein beim Glas Wein. Ich finde keine Worte. Anstatt, dass du auf die Knie fällst und mich um Verzeihung bittest, findest du die Stirne, mir deine Barlieder vorzusingen. Hm? Jetzt habe ich aber genug. Augenblicklich gehst du auf dein Zimmer. Und morgen früh, da sprechen wir uns weiter. So ein Pech. Also den Mantel kriegen wir morgen sicher auf der Polizei. Psst, nicht so laut. Meine Frau schläft. Wenn sie schlafen. Gute Nacht. Ja. Schlafpulver bringen? Nein, mach die Tür zu! Wir kommen nicht rein. Jetzt muss ich rein. Genau. Bist du noch böse, Martha? Aber nicht überhaupt.
meine Wohnung. Ich bin ja gar nicht von Baden. Frau Sommer in meinem Bett. Warum schreist du? Was suchen Sie hier? Wovor? Ja, mein Bett. Sind Sie wahnsinnig? Frau Professor, es ist mir eine große Ehre, Frau Professor. Aber wie kommen Sie in mein Schlafzimmer? Wie kommen Sie in mein Schlafzimmer? In Ihr Schlafzimmer, Frau Professor. Wo bin ich denn? Schnell da! Los, Marsen. Ah, deshalb hast du mich so angefahren. Deswegen sollte ich nicht hereinkommen. Deswegen musste ich immer wieder hinaus, was? Wie kommen Sie da herein? Das habe ich mir auch gefragt. Aber etwas sehr spät, liebes Kind. Was? Nichts. Was wollen Sie hier? Professor, ich komme wegen der Gehaltsaufbesserung. So, ich verbitte mir Ihre Frechheiten, ja? Sie sind entlassen. Schauen Sie, dass Sie hinauskommen. Bitte. Schade um jedes Wort. Wir sprechen uns nur noch durch den Rechtsanwalt. Emmy! Durch den Rechtsanwalt. Na, was ist denn? Na, so reden Sie doch. Hab ihn nicht gefunden. Es ist wirklich unglaublich. Was denn? Dass der Mann sich diese Wohnung hier gemietet hat. Warum? Der hat doch seit langer Zeit schon die Absicht gehabt, nein, um... Nein, nein, Doch. Der kommt nicht wieder. Frau Sommer! Da können Sie sich drauf verlassen. Na, da kommt er ja. Fred! Ich hab's Ihnen doch gleich gesagt. Der kommt zurück. Heidersheim! Was haben Sie denn gemacht die ganze Nacht? Schämen Sie sich! Fred, du sollst dich wirklich schämen. Ich bin sehr unglücklich, Mimi. Wo warst du denn nur heute Nacht? Frag nicht. Fred, wie siehst du denn aus? Du bist ja gar nicht richtig bei dir. Doch, jetzt schon. Nur heute Nacht, da war ich nicht bei mir. Fred, wenn du wüsstest, was ich um dich ausgestanden habe. Und wieso denn? Wegen dir bin ich doch losgezogen. Was ist dir denn eigentlich eingefallen? Alles. Nur meine Wohnung nicht. Was? Nein, ich will nicht mehr davon sprechen, will nicht mehr daran denken. Aber Fred, hast du denn nicht ein kleines bisschen an mich gedacht? Mimi, ich bitte dich, mach mir keine Vorwürfe, sei lieb zu mir. Aber Fred, ich hab dich doch lieb. Herr Kollege, na nun, was machen Sie denn in aller Herrgottsfrühe in der Villa Mangold?